In diesem Video schauen wir uns die Simulation mit AC Sweep an. Mit AC Sweep kann man das Frequenzverhalten einer Schaltung simulieren und wie so etwas ausschaut, das sehen wir uns einmal in PSpice an. Dazu benötige ich zunächst einmal eine Spannungsquelle. Die platziere ich hier mal in die Mitte und dann dazu ein frequenzabhängiges Bauteil. Ich nehme dazu mal eine Kapazität, die ich hier oben platziere. Das zweite Bauteil muss nicht unbedingt frequenzabhängig sein. Dann nehme ich einmal einen Widerstand. Und wenn ich die Bauteile miteinander verbinde, dann erhalten wir, wenn wir uns nachher die Spannung am Widerstand angucken, ein Hochpass. Das heißt, bei hohen Frequenzen habe ich hier an einem Widerstand eine hohe Spannung, bei niedrigen Frequenzen entsprechend eine kleine Spannung. Ich brauche noch einmal ein Massesymbol. Das baue ich hier noch einmal an. So, dann stelle ich die Spannungsquelle mal ein. Ein Offset von 0 Volt, eine Amplitude von 1 Volt, Frequenz, die ändere ich nachher sowieso. Hier trage ich auch mal eine 100 ein. Und wenn ich mir jetzt diese Schaltung für unterschiedliche Frequenzen anschauen möchte, dann definiere ich ein sogenanntes Simulationsprofil. AC Sweep nenne ich das einmal. Und da stelle ich dann hier direkt auch ein auf AC Sweep. Und dann kann ich mir die Schaltung für verschiedene Frequenzen anschauen. Und zwar beginne ich mal mit einer Frequenz von 1 Hertz und einer Endfrequenz von 10 MHz bzw. knapp 10 MHz, damit die letzte Dekade nicht mal angezeigt wird. Nehme ich also 9,99 MHz und dazu lasse ich mal 100.000 Punkte berechnen. Bestätige mit OK und dann kann ich schon die Schaltung simulieren. Das heißt, ich schaue mir die Spannung hier an dem Widerstand an, simuliere die Schaltung und erhalte als Ergebnis diese Kurve. Die X-Achse ist noch linear eingeteilt, das heißt, ich sehe nicht genau, was hier in dem kleineren, im linkeren Bereich passiert. Und aus diesem Grund macht es Sinn, diese X-Achse logarithmisch anzeigen zu lassen. Das heißt, ich gehe mal auf Axis Settings und sage mir, die X-Achse soll nicht linear angezeigt werden, sondern logarithmisch. Bestätige mit OK und dann sehe ich, dass wir ein typisches Hochpassverhalten haben. Das heißt, bei kleinen Frequenzen haben wir eine geringe Ausgangsspannung und bei hohen Frequenzen entsprechend eine hohe Ausgangsspannung. Und man kann sich nicht nur den Amplitudenverlauf anschauen, also welche Amplitude habe ich bei welcher Frequenz, sondern ich kann auch noch hingehen und kann mir den Frequenzgang anzeigen lassen. Das mache ich mal hier unter Plot, Add Plot to Window, dann habe ich noch ein zweites Fenster und wenn ich mal auf Add Trace gehe, dann kann ich mir noch den Winkel anzeigen lassen. Das ist hier der Winkel, hier entsprechend die Phase von der Spannung R11. Das heißt, ich lasse mir mal nur die Spannung anzeigen. Dann kann ich das entsprechend schneller sehen. Und da habe ich die R11. Hier auf OK. Und ich habe zu Beginn einen Phasenwinkel von 90 Grad zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung. Und der Phasenwinkel geht dann entsprechend zurück. Für hohe Frequenzen ist die Ausgangsspannung phasengleich zur Eingangsspannung.